ihr Leseratten. Der Lesemonat Mai. Ja. Auch hier so monströs lang wieder mal April. Also haltet euch gespannt zurück. Hä? Was? Nein. Haltet euch gespannt zurück. Genau, haltet euch gespannt zurück. Ja, nee, frag nicht. Macht am besten wieder aus. Ich guck beim nächsten Mal vielleicht. Oh Mann, oh Mann. Überspringen wir am besten. Ja, gut. Gut. Fangen wir an. Gut, fangen wir an. Moment. Timothy Carter. Dämonen. Hunger. Boah, das sieht ja geil aus. Das Buch muss ich mal quer reinhalten. Ja. So. Das ist der Dämonium. So, ja klar. Ja. Dämonenhunger. Vincent hatte die Schranktür geöffnet und nach einer Tüte Zucker gegriffen, als sein Blick auf ein sonderbares Geschöpf fiel, das eindeutig nicht in einen Küchenschrank gehörte. Hast du ein Glotzproblem oder warum starrst du so? Fragte es unfreundlich. So richtig leicht hat Vincent es nicht. Sein Bruder nervt seine Eltern Gottes. Was? Nochmal. Ja, bitte. So richtig leicht hat Vincent es nicht. Sein Bruder nervt. Seine Eltern gehören einen merkwürdigen Sekte an. Und dann erfährt er auch noch von einem überlaunigen Elf, dass die Vernichtung der Menschheit durch hungrige Dämonen unmittelbar bevorsteht. So etwas kann einem wirklich den Tag versauen. Also muss Vincent sich schleunigst darum kümmern, die Welt zu retten, falls das überhaupt noch möglich ist. Die witzigste und turbulenteste Weltuntergangsgeschichte aller Zeiten. Oh, ja, das Mann. Buch lag ja auf meinem Stapel weiterlesen, ja oder nein. Und war das Buch, was ich als nächstes gleich weitergelesen habe, weil es liest sich einfach weg wie nix. Okay. War aber so, ja, mittelprächtig, sag ich mal. Das hast du ja mit 3 Sterne bekommen. Oh. Ja. Oh. Es liest sich schnell, aber es ist halt so, na gut. Oh, kann man machen, muss man aber nicht. Aber okay. Es ist schon relativ witzig. Hm. So, das nächste bitte. Das oh, nächste das so. Das Problembuch des Jahres. Ach, Salvatore Basile. Ja. Die wundersame Reise eines verlorenen Gegenstands. Ja. Denk dran, dass da unten nicht. Ja, der Besteller aus Italien. Nein. Was? Der Bestseller aus Italien. Aha. Dieser Roman ist bereits ein internationales Phänomen. Ein junger Mann, der vergessen hat, was es heißt, geliebt zu werden. Eine junge Frau, die einen Pakt mit dem Schicksal geschlossen hat. Gemeinsam überwinden sie alle Hindernisse und holen sich die Hoffnung zurück. So, dazu habe ich eine Rezension geschrieben. Werde ich verlinken. Ich habe mich das Buch gequält, kann ich dazu nur sagen. Ich habe dem Buch 2 Sterne gegeben. Ich habe mir das völlig anders darunter vorgestellt, als es dann eigentlich nicht war. Und die Charaktere, also die beiden Hauptcharaktere, Michele und die Frau, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ist so, so hängt, bleibt hängen. Ja. Die waren beide etwas sonderbar, um es vorsichtig auszudrücken. Also, mit denen wurde ich überhaupt nicht warm. Also, ja, ein internationales Phänomen. Ja, ja. Was ganz was Tolles ist das. Ja, das ist wunderbar. Ja. Ich habe ja gedacht, der Gegenstand hat irgendwie eine bessere, größere Rolle. Ich meine, klar hat er eine Rolle, aber ich sage, das ist aus der Sicht des Gegenstandes, dass man die Reise des Gegenstandes irgendwie verfolgen kann. Aber nein, es ging um was anderes. Aber hat mit dem Gegenstand überhaupt nichts zu tun, oder was? Ja, schon in indirekter Weise schon. Ja. Aber es ist halt irgendwie nicht das, was ich erwartet habe. Und vor allem die Charaktere waren halt ein bisschen schrill. Komisch. Merkwürdig. Okay. So, dann ein E-Book. Genau, von Roland Kirsch. Soko Querulant. Was? Ein Amoklauf erschüttert Südhessen. Mehrere Menschen sterben, als ein Mann aus einer dunklen Limousine das Feuer öffnet. Die Polizei ist schnell vor Ort. Das Gebiet wird abgesperrt. Engmaschige Kontrollen bringen den Verkehr zum Erliegen. Kontrolliert wird auch Kriminalhauptkommissar Robert Krump und seinen großen Missfallen scheint man ihn im Kreis der Verdächtigen zu sehen. Die Lage spitzt sich zu. Als Krumms ehemaliger Partner Elias Meyer vom LKA zur Fahndung ausgeschrieben wird und ein Koffer mit 2 Millionen Euro auftaucht. Keine leichte Aufgabe für Krump und Polizei,
Meister Hartwig Licht in das Dunkel aus der Korruption, Kränkung und gefährlichen Alleingängen zu bringen. Die fiktive Handlung des Krimis basiert auf der realen hessischen Steuerpfander-Affäre mit einem Vorwort des ehemaligen Steuerpfanders und Spiegel-Bestseller-Autors Frank Wehrheim. Ich fand es interessant, dass es überhaupt irgendwie mit realen Ereignissen zu tun hat. Allerdings war es irgendwie auch so Larifari, Schnickschnack, berichtmäßig teilweise. Aber auch dazu habe ich eine Rezension geschrieben, die ich euch verlinken werde, wenn ihr genau was nachlesen wollt. Und habe dem Buch 3 Sterne gegeben. Wow. Ja. So, das Buch der Zeit. Part 2. Julien Prévost, die 7 Münzen. Sieben Münzen, verstreut über Länder und Zeiten, müssen Sam und seine Cousine Lilly zusammentragen, um Sams Vater aus der Vergangenheit zu befreien. Auf ihren abenteuerlichen Zeitreisen werden die beiden von einem mächtigen Gegner verfolgt. Doch welche Rolle spielt Sams Vater in diesem tödlichen Spiel? Sam kann dieser Frage am Ende nicht länger ausweichen. War wieder ein toller Band, hat für mir 4 Sterne bekommen. Und eine Rezension folgt, sobald ich den 3. Mal davon gelesen habe, ist hier so eine Trilogie-Vorstellung mache. Mhm. Muss ich noch lesen. Mhm. Da unten liegt er. Na denn? Mann, tröstig. Mhm. Aber fand ich wieder, wie gesagt, richtig schön. Hat mir gut gefallen. Mehr dazu später. Ja. Und das war's schon wieder. Dann war's das schon wieder für heute. Das war's schon wieder. Genau. Ist der Hammer. Monat Mai beendet. So schnell kann's gehen. So viel Neuzugänge und so viel gelesen. Yeah, ist irgendwie unausgeglichen. Sie Na? Schon wieder. Na, Schnecke. Oh, Bücher. Müssen wir mal gucken gehen. Ja. Mensch. Gut. Na gut. Na denn, dann bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bis bald. Bis denn.